Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute das Hacken Open Air, techno-digitales Gesamtkunstwerk, 50 auf 87 Meter, Zelte auf Rasenfläche, wiederkehrend, anonymes Kollektiv, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen. Ein Festivalgelände irgendwo im Nirgendwo. Doch für Kenner der digitalen Kunstwelt eine unverkennbare Manifestation postmoderner Technokultur. Das Hacken Open Air, eine symbiotische Verschmelzung von Nerdkultur und technologischem Avantgardismus, bringt all jene zusammen, die der modernen Hacker-Subkultur zugehörig sind. Jene, die zwischen blinkenden LEDs und surrenden Lüftern den Nervenkitzel finden, der für andere nur durch Extremsportarten erreichbar scheint. Betritt man das Gelände, so fällt sofort der gigantische Hauptzeltkomplex ins Auge, der wie eine Mischung aus Raumschiff und überdimensionalem Mainboard anmutet. Hier verschmelzen Kabel und Leitungen zu einem chaotischen Netz, das die Gedanken an ein organisches Nervensystem eines gigantischen Cyberspace-Organismus wachruft. An jeder Ecke blinken Bildschirme, flimmern Projektionen und schallen Synthesizer-Klänge, die die Hackercamp-Besucher wie futuristische Sirenengesänge anlocken. Die Teilnehmer dieses technoiden Kunstwerks sind mit den stereotypen Attributen der Hackerkultur ausgestattet. Kapuzenpullis in dunklen Farben, die tiefe Schatten über die Gesichtszüge werfen, unzählige Gadgets am Körper und Laptops, übersät mit bunten Aufklebern, die wie tragbare Altäre der digitalen Religion wirken. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich mehr als das Klischee des sozial abgewandten Einzelgängers. Es ist ein Kollektiv, das sich in diesem temporären Raum versammelt, um die Grenzen des Machbaren auszuloten und in gemeinschaftlicher Anstrengung die digitale Zukunft zu gestalten. Da sind die mobilen Arbeitsstationen, improvisiert aus Bierbänken und Campingtischen, beladen mit den neuesten High-End-Laptops, die im Inneren glühen und brummen. Ein flüchtiger Blick enthüllt Bildschirme voller kryptischer Codes und bunter Grafiken, die auf den ersten Blick wie moderne Kunstwerke erscheinen, in Wahrheit jedoch Algorithmen und Datenströme visualisieren. Jede Tastatur ein Instrument, jede Zeile Code ein Pinselstrich im großen Gemälde des Hacken Open Air. Neben diesen temporären Ateliers, die das Herzstück des Festivals bilden, finden sich überall kleine Kunstinstallationen. Ein ausrangiertes Server-Rack, das nun als Blumenbeet dient. Ein alter CRT-Monitor, der nostalgisch flimmernde Pixelkunst zeigt. Eine Flut von Lichterketten, die in präziser Choreografie die Luft durchschneidend Lichtspiele projizieren, die an die Deckengemälde barocker Kathedralen erinnern. Die Teilnehmer selbst sind die wandelnden Meisterwerke. Ihre Outfits variieren von pragmatisch bis exzentrisch, stets aber funktional. LED-bestickte Kleidung, die im Takt der Musik pulsiert. Neben tragbaren Energieversorgungen, die nicht nur die eigenen Geräte, sondern auch die der Nachbarn versorgen können. Selbst die Haare sind Teil des Kunstwerks. Neonfarben und kreative Schnitte, die wie elektrische Ströme das kollektive Bewusstsein durchziehen. In digitaler Ekstase verschmelzen Ideen, entstehen Projekte und werden die neuesten technischen Errungenschaften vorgeführt. Workshops und Vorträge von Größen der Hackerszene geben Einblicke in die komplexe Welt der digitalen Kunst und Wissenschaft, während der allgegenwärtige Duft von frisch gebrühtem Kaffee die Synapsen der Teilnehmer auf Hochtouren bringt. Und wo unsere Erkenntnisfähigkeit an ihre Grenzen stößt, hilft das Kollektiv mit deutlichen Fingerzeigen nach. Pont leuchtet es auf einer Leinwand in grellen Lettern. Ein stolzer Hinweis auf das erfolgreiche Eindringen in ein System, das sich als uneinnehmbar wähnte. Es ist die subtile Kunst des Hackens, die sich hier entfaltet, die Meisterschaft des Verständnisses und der Manipulation von Systemen, die sich der flüchtigen Wahrnehmung entzieht, um in tieferem Kontext umso gewaltiger zu erscheinen.
Das Hacken Open Air zeigt uns jene evolutive Notwendigkeit zur Innovation und zur Rebellion gegen das Etablierte. Es ist ein buntes Durcheinander, das auf den ersten Blick chaotisch erscheint, doch bei näherer Betrachtung die strukturelle Eleganz eines Mandelbrot-Fraktals offenbart. Es ist ein Schrei nach Freiheit, nach unbegrenzter Kreativität und nach der ständigen Herausforderung des Status quo. Ein wahrhaftiges Meisterwerk unserer Zeit.